Wir uns auch von der gestern auf die Teile scheiße. Weißen Jahren, weiten Rollen, Spannung und Schwanz. Halten wirklich vor Wechseln mit Kern. Aber dann können wir vom Platz runtergehen, gucken uns alle in die Augen und wir haben alles gegeben. Und wenn einer Fehler gemacht hat, hat er Fehler gemacht. Aber nicht so Sachen, wo man egoistisch ist, nur an sich denkt, meckert, den anderen runtermacht. Das wollen wir heute gar nicht sehen. Wir haben in der eigenen Hand zu sagen, wir werden zweit. Okay? Also komm, Männer, lass uns mal. Heute war natürlich ein bisschen durchwachsen, weil wir im Endeffekt 1 zu 5 verloren haben. Aber im Großen und Ganzen war das eine super Saison. Also wir haben uns erst einmal verjüngt, das war unser Ziel. Und dann haben wir uns auch weiterentwickelt. Und unsere jungen Leute, die jetzt dazugekommen sind, sind ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft. Und wir freuen uns wirklich auf die nächste Saison mit den jungen Spielern. Und ja, wir haben auch einen Rückkehrer, Ilias Chatrioux. Und ja. Darauf freuen wir uns sehr. Nächste Saison wird bestimmt viel, viel besser. Ja, die Kölner spielen unglaublich gut, unglaublich schnell, haben sich die Meisterschaft sehr verdient. Heute hat man es nochmal gesehen, da ist schon ein Unterschied. Und deswegen wünschen wir denen alles Gute für die Relegation und hoffen auch, dass sie nächstes Jahr in der Bundesliga spielen und nicht mehr unser Gegner in der Liga sein werden.